Kochen 19.03.2020 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube. 401 Portulaksalat mit roter Beete, Clementinen und Bohnenpflanz einfach gut vorzubereiten, vegetarisch für 4 Portionen 400 Gramm rote Beete 100 Milliliter Milchsalz, Piment Espelette, Klammer auf Ersatz 1 Exaliter Ahornsirup weiße Cayennepfeffer Klammer zu, 1 TI Butter Klammer auf Zimmerwarm Klammer zu, 20 Gramm helle Miso-Paste, eine Dose weiße Bohnen, 4 Exaliter Apfelessig, Klammer auf 240 Gramm Abtropfgewicht, Klammer zu, 3 Ei stilles Mineralwasser, eine Knoblauchzehe, 4 Exaliter Rapsöl, 30 Gramm helles Thein, Klammer auf zum Beispiel, von 1 Exaliter geröstetes Sesamöl, Rapunzel, Naturkostladen, Klammer zu, 3 Clementinen 2 TI Dök Klammer auf nordafrikanische 150 Gramm Portulak Gewürzmischung Klammer zu, außerdem ofenfeste Form 1 Ei Klammer auf KI, M Klammer zu, Klammer auf ca. 24 x 17 cm Klammer zu, 4 ofenfeste 50 ml Schlagsahneförmchen Klammer auf 150 ml Inhalt Klammer zu 1. Rote Beete schälen, achteln, mit Salz würzen und in einer ofenfesten Form verteilen. Mit Ahornsirup beträufeln und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad, Klammer auf, Gas 2 bis 3, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, auf der zweiten Schiene von unten 45 Minuten backen, dabei nach der Hälfte der Zeit einmal durchmischen. Rote Beete aus dem Ofen nehmen, in der Form abkühlen lassen, dann auf einen Teller geben und beiseite stellen. 2.4 Ofenfeste Förmchen mit Butter ausstreichen und kalt stellen. Bohnen im Sieb kalt abspülen, in einen hohen Rührbecher geben und mit Knoblauch, Thein, 1 TI Dök Ei, Sahne und Milch pürieren. Mit Salz und Piment Espelette würzen. Dritte Bohnenmasse in die vorbereiteten Förmchen füllen. Gefüllte Förmchen mehrmals auf die Arbeitsplatte klopfen, sodass Luftblasen entweichen können. Förmchen in die gesäuberte ofenfeste Form stellen und so viel kochend heißes Wasser zugeben, dass die Förmchen ca. 4 cm tief im Wasser stehen. Form auf einen Rost stellen und im vorgeheizten Backofen bei 150 Grad, Klammer auf, Gas 1, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, auf der zweiten Schiene von unten 40 Minuten garen. Förmchen aus Kiwasserbad heben und auf einem Gitter 10 Minuten ruhen lassen. Viertens Miso-Paste, Essig, Mineralwasser, 1 bis 2 Prisen Piment, Espelette und beide Öle in einem Rührbecher pürieren. Clementinen schälen und waagerecht in Scheiben schneiden. Portulak verlesen, waschen und trocken schleudern. Fünftens Portulak mit Clementinen und roter Beete auf Tellern oder Schalen anrichten und mit dem Dressing beträufeln. Pflanz mit einem Messer aus den Förmchen lösen und je 1 Flan auf den Salat setzen. Mit restlichem Dück bestreuen und servieren. Zubereitungszeit 2 Stunden pro Portion 12 Gramm E 25 Gramm F 27 Gramm KH gleich 407 Kilokalorien, Klammer auf 1707. Backofen mit einem Backblech auf 250 Grad, Klammer auf, Gas 5, Umluft 250 Grad, Klammer zu, vorheizen. Fenchel putzen, waschen, halbieren und den Strunk herausschneiden, das Grün beiseite legen. Fenchel in feine Streifen schneiden. Salz ist sehr häuten und in Scheiben schneiden. In eine Pfanne 1 erhitzen und Salz ist sehr darin von allen Seiten scharf anbraten. Herausnehmen und beiseite stellen. Fenchel im Bratfett bei mittlerer Hitze 3 bis 5 Minuten anbraten. Mit Salz, Pfeffer, Zitronenschale und Saft würzen. Zweitens Teigfladen mit jeweils 2 Exaliter Pizzasauce bestreichen. Fenchel und Salsisca darauf verteilen mit Käse bestreuen. Drittens Backpapier mit je 1 Pizzafladen auf das heiße Backblech ziehen und nacheinander im unteren Ofendrittel ca. 10 Minuten backen. Fenchel grün grob hacken, darüber streuen und servieren. Über die Ofen getrockneten Tomaten, Kirschtomaten waschen, trocken tupfen, waagerecht halbieren und mit der Schnittfläche nach oben auf einem mit Backpapier belegten Backblech verteilen. Mit Salz, Pfeffer und Puderzucker würzen. Im vorgeheizten Backofen bei 150 Grad, Klammer auf, Gas 1, Umluft 130 Grad, Klammer zu, auf der
Zweitens Schiene von unten 1:20 Stunden trocknen, dabei mehrmals die Ofentür öffnen, um den Wasserdampf entweichen zu lassen. Zweitens für den Sellerie-Kartoffelstampf Sellerie putzen und Schäle Kartoffeln schälen. Sellerie und Kartoffeln in ca. 3 cm große Würfel schneiden, in einen Topf geben und mit Wasser bedecken. Abgedeckt aufkochen, salzen und bei milder Hitze 25 Minuten kochen. Salz, Zitrone fein würfeln, dabei die Kerne entfernen. Drittens inzwischen die Stielenden vom Bimmi abschneiden. Bimmi waschen und im Sieb abtropfen lassen. Knoblauch fein hacken und mit Paprikapulver und 3 Exaliter Öl in einer großen Schüssel mischen. Kichererbsen im Sieb abspülen, kurz abtropfen lassen. Dann unter den Bimmi mischen. Viertens Backofen mit einem Backblech auf 250 Grad, Klammer auf, Gas 5, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, vorheizen. Inzwischen Brunnen, Kresse verlesen, grobe Stiele entfernen. Kresse waschen und trocken schleudern. Fünftens Sellerie-Kartoffeln abgießen, kurz ausdampfen lassen und mit dem Kartoffelstampfer zerdrücken. 2 Exaliter Öl, Salz, Zitronenruhr, Chiliflocken untermischen, eventuell salzen. Stampfwarmstelle. Sechstens Bimmi-Kichererbsen-Mischung schnell auf dem heißen Backblech verteilen mit Salz würzen und 10 Minuten auf der zweiten Schiene von unten braten. Inzwischen restliches Öl mit dem Marinaderest in der Schüssel verrühren, Kresse untermischen. Basilikumblätter von den Stielen abzupfen und fein schneiden. Siebtens Kresse zu der Bimmi-Kichererbsen-Mischung geben und im Backofen weitere 2 bis 3 Minuten mitgaren. Basilikum unter den Stampf rühren. Kirschtomaten unter das Gemüse mischen und auf dem Stampf anrichten. Nach Belieben mit Olivenöl beträufeln und servieren. Die Tomaten, Oliven und Sardellen, einfach gut vorzubereiten, schnell für 2 Pizzen eine Rispe Kirschtomaten, 2 runde Pizzateigfladen, Klammer auf 160 Gramm, Klammer zu, auf Backpapier, Klammer auf, siehe 2 TI kleine Kapern Grundrezept, Seite 89, Klammer zu, 3 Exaliter schwarze Oliven, 4 Exaliter Pizzasauce, Klammer auf, siehe Klammer auf, ohne Stein, Klammer zu, Grundrezept, Seite 89, Klammer zu, 6 Sardellenfilets, Klammer auf Glas, Klammer zu, Pfeffer 2 Stiele Basilikum, 1 Kugel Mozzarella, Klammer auf 125 Gramm, Klammer zu, Klammer auf Blätter abgezupft, Klammer zu, erstens Backofen mit Backblech auf 250 Grad, Klammer auf, Gas 5, Umluft 250 Grad, Klammer zu, vorheizen, Tomaten waschen, von der Rispe zupfen. Kapern, Oliven, Sardellen und Mozzarella abtropfen lassen. Backpapier mit je 1 Pizzafladen auf das heiße Backblech ziehen und nach Einader im unteren Ofendrittel ca. 8 Minuten backen. Pizzen pfeffern, mit Basilikum bestreuen und servieren. Zubereitungszeit 40 Minuten pro Stück, 32 Gramm E, 20 Gramm F, 130 Gramm KA gleich 863 Kilokalorien, Klammer auf 3614 Kilojoule, Klammer zu, Foto Seite 85 mit Kartoffeln und Parmaschinken einfach. Gut vorzubereiten für 2 Pizzen 6 bis 8 kleine festkochende Bio-Zitronenschale Pfefferkartoffeln Salz 2 ovale Pizzateigfladen 3 bis 4 Exaliter Olivenöl auf Backpapier Klammer auf siehe 11 Zweitel Exaliter Rosmarinnadeln Grundrezept Seite 89 Klammer zu 1 TI Chiliflocken 80 Gramm Feta-Käse Klammer auf zerbröselt Klammer zu 200 Gramm Creme Fraiche 6 dünne Scheiben 2 TI fein abgeriebene Parmaschinken Klammer auf ca. 60 Gramm Klammer zu 1 Backofen mit einem Backblech auf 250 Grad, Klammer auf, Gas 5, Umluft 250 Grad, Klammer zu, vorheizen. Kartoffeln schälen, waschen und in dünne Scheiben schneiden. In kochendem Salzwasser 2 Minuten garen, abschrecken und abtropfen lassen. Kartoffeln in einer Schüssel mit Öl, Salz, 1 Exaliter Rosmarin und Chili mischen. Zweitens restlichen Rosmarin hacken mit gebundene Freiche Zitronenschale, Salz und Pfeffer verrühren. Jeweils die Hälfte auf die Teigfladen streichen. Kartoffeln überlappend darauf verteilen, Feta darauf verteilen. Drittens Backpapier mit je 1 Pizzafladen aufs heiße Blech ziehen und nacheinander im unteren Ofendrittel ca. 10 Minuten backen. Schinken zerteilen, auf den Pizzen verteilen servieren.
Miso Kohlrabi einfach gut vorzubereiten, raffiniert für 4 Portionen ein Kohlrabi, Klammer auf ca. 330 Gramm, geputzt, geschält ca. 220 Gramm, Klammer zu, Zucker, Salz 50 Gramm, Lupinenmiso, Klammer auf von Schwarzwaldmiso, www.schwarzwald-miso.de, Klammer zu, 20 Gramm helles Thyme, Klammer auf Sesampaste, Klammer zu, 10 Gramm Shirodashi, Klammer auf Fischwürzsoße, zum Beispiel von Tokusen, Asialaden, Klammer zu, 1 TI geröstete schwarze Sesamsaat, Klammer auf zum Beispiel Erigomakuro, Asialaden, Klammer zu, außerdem, Vakuum- oder Einwegbeutel, erstens am Vortag Kohlrabi in dünne Scheiben hobeln oder schneiden. Kohlrabi in einer Schüssel mit 1 TI Zucker und 1,5 TI Salz gut mischen, kurz kneten, eine Stunde ziehen lassen. Inzwischen Lupinenmiso in einer Schüssel mit Thyme, Shirodashi und 2 Hexaliter Wasser verrühren. Zweitens Kohlrabi im Sieb abtropfen lassen und mit dem Lupinenmiso sehr gut vermischen. Im Vakuumbeutel vakuumieren, Klammer auf, oder in einen Einwegbeutel geben, Klammer zu. Zum Marinieren 12 bis 24 Stunden kalt stellen. Drittens am Tag danach 30 Minuten vor dem Servieren Kohlrabi temperieren. Aus dem Beutel nehmen, leicht abtupfen. Circa 6 Scheiben pro Portion auf dem Teller anrichten, mit etwas Sesam bestreuen. Zubereitungszeit 15 Minuten plus Ziehzeit 1 Stunde plus Marinierzeit 12 bis 24 Stunden, pro Portion 1 Gramm E, 1 Gramm F, 3 Gramm KH gleich 32 Kilokalorien, Klammer auf 136 Kilojoule, Klammer zu, 1. Für den Teig Klebreismehl kräftig mit Mehl Sepia-Tinte Backpulver, 300 ml Mineralwasser, 1,5 TI Salz verrühren, 15 Minuten ruhen lassen. Inzwischen 1 im kleinen Topf erhitzen, Reis, Klammer auf umwaschen, Klammer zu, darin bei mittlerer bis starker Hitze 1 Minute anbraten. 150 ml Wasser und eine Prise Salz unterrühren, Topf mit Geschirrtuch und Deckel fest verschließen. Reis bei sehr milder Hitze 15 bis 20 Minuten garen, bis er sämtliche Flüssigkeit aufgenommen hat und leicht klebrig ist. Reis mit restlichem Mineralwasser sehr fein pürieren. Zweitens Reis und Reisteig verrühren. Waffeleisen erhitzen, mit etwas Teig füllen, ca. 8 Minuten backen. Im Ofen bei 50 Grad warm halten. Aus restlichem Teig 3 weitere Waffeln backen, warm halten. Zubereitungszeit 50 Minuten pro Portion 3 Gramm E, 3 Gramm F, 34 Gramm KH gleich 179 Kilokalorien, Klammer auf 179 Kilojoule, Klammer zu. Möhrenmarzipan mit Bratmöhren, Balsamisogel und scharfem Popcorn, mittelschwer raffiniert, vegetarisch. Erstens am Vortag für das Möhrenmarzipan Möhren putzen, schälen und ca. 1,5 cm groß würfeln. Mit Orangensaft und eine Prise Salz zugedeckt aufkochen, bei milder Hitze 15 Minuten weich kochen. Zweitens Möhren mit dem Schneidstab in einem hohen Rührbecher sehr fein pürieren. Püree auf ein angefeuchtetes Mulltuch geben und in ein Sieb legen. Sieb in eine passende Schüssel legen und im Kühlschrank über Nacht abtropfen lassen. Saft dabei auffangen. Drittens für das Balsamiso-Gel Aceto-Balsamiso und Muscovado aufkochen. Nach Packungsanweisung mit Geliermittel binden, Gel am besten in eine kleine Dosierflasche füllen und ungekühlt beiseite stellen. Viertens für die Bratmöhren Möhren schälen. Butterschmalz in einer kleinen, beschichteten Pfanne erhitzen. Möhren darin bei milder Hitze 10 Minuten braten, dabei gelegentlich wenden. Bei mittlerer bis starker Hitze weitere 20 Minuten braten, dabei alle 3 bis 4 Minuten wenden, sodass die Möhren rundum gebräunt werden. Möhren auf einem Teller abkühlen lassen, abgedeckt kalt stellen. Fünftens am Tag danach für das Möhrenmarzipan-Möhrenpüree und Amaretto in einem kleinen Topf auf 60 Grad erhitzen, Klammer auf, Thermometer benutzen, Klammer zu. Zucker unterrühren, so lange mit erhitzen, bis er sich aufgelöst hat. Erst 5 Hexaliter Mandelöl, dann nach und nach die kalte Butter unterrühren, Klammer auf, die Masse darf dabei nicht heißer als 60 Grad werden, Klammer zu. Möhrenmarzipan in eine Schüssel geben und mindestens 5 Stunden abgedeckt kalt stellen.
Sechstens, eine Stunde vor dem Servieren Bratmöhren aus dem Kühlschrank nehmen, längs halbieren und mit Fleur de Sel würzen. Siebtens, für das Popcorn Öl in einem Topf erhitzen, Mais darin bei mittlerer Hitze aufpoppen lassen. Mit wenig Salz und eine Prise Piment-Espelette würzen. Aufgefangenen Möhrensaft in vier kleine Gläser verteilen, mit restlichem Mandelöl beträufeln. Achtens, Möhrenmarzipan mit Hilfe eines Garnierings auf Tellern anrichten. Balsamico-Gel, Bratmöhren, Möhrensaft und Popcorn anrichten und nach Belieben mit Minzblättern garnieren. Zubereitungszeit 1:20 Stunden plus Kühlzeit über Nacht plus 5 Stunden pro Portion 3 Gramm E 52 Gramm F 63 Gramm Ka gleich 774 Kilokalorien Klammer auf 3245 Kilojoule Klammer zu.